Frau Barbara Wiesner, geborene Rabe, hat Sie zu Ihrem Universalerben eingesetzt. Hier ist das Schreiben des Notars. Und Moment mal, hier sind die Schlüssel für die Wohnung in der Stadt. Na, bitte noch mal, das kann man ja gar nicht fassen, was? Ich glaube, da, ich bin ja... Sie sind ein Glückspilz, Herr Rabe. Ja, Scherben bringen Glück, ich gratuliere. Ach du Lausjunge, wir sind nach einem Paddelboot, Motorrad. Halt, im Namen des Gesetzes. Das Testament verlangt ausdrücklich, dass Sie sofort in die Stadt fahren und die Erbschaft anlegen. Tante Barbara. Liebe Tante Barbara, ich danke dir. Ich stehe hier vor dir, glücklich und tief beschämt. Ist ein Wo ist der Portier? Entschuldigen Sie, was ist denn? Ich komm hier angerast, ich bin ja ganz außer mir, die Wohnung ist ja leer. Was für eine Wohnung, wer sind Sie? Kaiser Felix Rabe. Sie sind der Herr Rabe? Ja. Wir warten ja schon wochenlang auf Sie. Und jetzt bin ich hier und es ist ja nichts drin. Na ja, die liebe, gute Tante war eben so mildselig und hat ihm alles schon früher weggeben, ne? Was heißt weggegeben? Ich kann ja nichts weggeben, der Erbe bin doch ich. Aber sie ist ja noch oben. Was denn? 13 Stühle. Aber das sind weiß ich oben. Ja, aber es ist ein schönes Biedermeer. Und ein Brief ist auch dabei. Wo? Na, bei den Stühlen. Liebe Tante Barbara. Na, ich weiß ja, du hast mich ja nie leiden können. Aber ich habe dich immer durchschaut, du boshafte Person. Womit kann ich denn dienen? Ich hätte da ein Angebot für Sie. Aha, ja, um was handelt sich denn? Es handelt sich um 13 Stühle. Ja. Wir brauchen keine Stühle, wir haben genug eigene Stühle. Es ist nämlich echtes Biedermeier. Ja, schwer, das ist schwer, Biedermeier. Biedermeier, ich weiß, Biedermeier, ich verstehe Sie schon. Ja. Nein, wir haben keinen. Das ist aber kein reines Biedermeier. Aber schöne polierte Birke. Hier, das ist Birne. Ja, ist ja egal. Und was haben Sie zum Muster? Schön gepolstert. Ja, das Muster ist nicht schlecht. Was kann man dafür bekommen? Tja, 5 Mark. Was, für alle? Nein, pro Stück. Pro Stück, das ist dann 5 mal 13. Das 65. Mal 65 Mark, einverstanden. Kann man erzielen, wenn man sie verkauft. Dann wollen Sie sie denn nicht kaufen? Ich nicht. Ich, ja, das wäre ein Risiko. Wieso? Ich kann sie in Kommission nehmen, wenn Sie wollen. Bin ich einverstanden? Und die Erbschaft war nichts. Das tut mir leid. Für Sie. Und morgen kann ich Sie doch wiedersehen. Morgen Abend bin ich auf jeden Fall im Kristallpalast. So, ich glaube, wir gehen jetzt am besten. Lass mich nicht mehr lange stören. Das ist wieder eine neue Bosheit. Wo sind die Stühle? Die sind verkauft. Nicht möglich. Die sind verkauft, hier haben die 100 Mark. Sie? Machen Sie mich nicht unglücklich. Sie, machen Sie mich nicht unglücklich. Hm? Die Stühle müssen eher auf dich. Hallo, Karolin. Was ist meinen Mann los? Ja. Sie sind wohl übergeschnappt, was? Erst kauft sich mein Mann die Sohlen ab, damit ihr ihre wurmstichigen Stühle verkauft. Und jetzt wollen Sie den ganzen Krempel auch wieder zurückhaben. Sie, die Stühle müssen eher. Sind Vermögen wert. Was? Was? Wissen Sie, wo die Stühle sind? Ja, natürlich. Nur ich weiß, wo sie sind. Nur Sie wissen es. Sie haben sie ja verkauft. Sie können sie auch wiederholen, nicht nur wahr? Nur ich kann sie holen. Also los, Sie müssen mir etwas Geld zu bekommen. Geben Sie mal die Adresse. Ja, damit Sie hingehen. Natürlich gehe ich hin. Ich gehe hin und sage dem Mann ganz einfach, dass er in einem der Stühle... 100.000 Mark eingelegt sind. Natürlich. Ja, dann bekommen Sie das Geld überhaupt nicht. Warum nicht? Weil die nicht blöd sein werden. Wieso? Pass auf. Wir müssen zusammenhalten. Ja? Verstehen Sie? Wir müssen uns zusammentun. Jawohl. Sie wissen, dass in einem der Stühle 100.000 Mark eingenäht sind. Ja? Ich weiß, wo die Stühle sind. Ja? Bitte, was bieten Sie mir? 20%. Ich bin ja kein Wucherer. 1%. Sie fallen von einem Extrem ins andere. Man sieht, dass Sie kein Kaufmann sind. So. 10%. 10, das ist real. 10%. Gut. 10 abgemacht. 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 Geh mal.